Kann man auch glauben? Ein bisschen wie Speed-Dating hier. Also, ja, kannst du dir vorstellen, ne? Speed-Interviews. Ja, nette Lady und immer nur Jungs, die rein und raus kommen. Also, du musst halt nachher Noten geben. Da war nicht so mein Fall. 7,5. So. Ja, here we go. Luise, bevor. Immer nett, wieder mal dich in einem neuen Film zu sehen. Und dieses Mal auch wieder eine, würde ich mal sagen, sehr, sehr harte Rolle. Ich glaube, du hattest am wenigsten Spaß eigentlich von allen, weil du wirklich doch sehr, sehr eine düstere Rolle spielst, die wahrscheinlich auch sehr in die Substanz geht. Also, wie hast du dich dafür vorbereitet? Naja, also ich hatte schon sehr viel Spaß. Okay, dann kommt das. Ich hatte sehr viel Spaß mit Tina und mit ihr auf diese Reise zu gehen, wirklich. Es war wirklich irgendwie eine Reise. Ich hatte echt, wir hatten viel Zeit, irgendwie Vorbereitungszeit, was so schön war. Und ich habe für die Rolle, habe ich auch wieder angefangen zu zeichnen, weil Tina zeichnet. So ganz viele, vieles, was man in dem Raum sieht, habe ich auch selber tatsächlich gemalt. So, und das war total schön. Und Tina, wir hatten ja die Romanvorlage, was echt ein Geschenk war für die Vorbereitung auch allein, weil man so viel von diesem, ja, von diesem Menschen, der ja wirklich, sie gab es ja wirklich, so mitnehmen konnte. Und ich habe es irgendwie so alles so ziemlich aufgesogen wie so ein Schwamm. Und bin zum Beispiel auch, bin ich in Kunstausstellungen gegangen und habe dann die Kunst angeschaut aus der Sicht von der Figur und so. War schön. Aber es ist natürlich auch sozusagen eine Rolle, ich will es nicht spoilern. Man weiß immer nicht so genau, ob man spoilern kann. Die Magengrube, wo man sich echt sagt, für alter Schwede. Wie hart war es dann auch, das zu spielen, wenn du eben auch weißt, es ist wirklich passiert? Ja. Und das Schicksal gibt es. Ja, also es ist eine krasse Herausforderung einfach. Und es ist auch eine Verantwortung, die man hat, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich steige in das Leben einer Person, die es wirklich gegeben hat. Und wir haben ja auch Jessica Koch kennenlernen dürfen. Und da war ich zum Beispiel auch total aufgeregt, weil sie ja selber kannte, weil es ihre Geschichte ist so. Und das hat mich total gefreut, mich mit ihr auch über die Figur auszutauschen. Und ich habe Dokus durchgeguckt von Menschen, die wirklich ihr Leben lang auch zum Teil begleitet worden sind. Da gab es eine ganz tolle Doku von einer Tanja, die genau in derselben Zeit, wo der Roman spielt, in den 90ern begleitet worden ist, von 14 bis zu ihrem Tod tatsächlich, die fast dasselbe Schicksal hatte wie Tina. Und das war krass und das hat mir auch total viel geholfen. Und ich habe auch... Ich habe viel mich auch irgendwie so mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe mich mit Menschen auch auf der Straße tatsächlich unterhalten und hatte da durch dieses Projekt so viele besondere Begegnungen, wofür ich auch allein deswegen sehr dankbar bin. Und man nimmt noch was mit aus dem Kino raus. Ich finde einfach diese bedingungslose Liebe, genau, die ja dann sozusagen quasi auch über die Grenzen des Todes hinausgeht, das finde ich einfach toll, weil es heute oftmals so ist, weißt du, Leute gehen auseinander oder wenn irgendjemand Probleme hat oder krank wird, so tschüss, ich bin jetzt weg und so weiter, das hört man ja immer wieder. Hier geht es ja wirklich darum, dass also entgegen also jedem, der ihr da reinredet, von den Eltern bis zu den Freunden, sie wirklich sagt, nee, ich zieh das jetzt durch. Entscheidung aus Liebe. Wie wichtig findest du diese Message, gerade in der heutigen Zeit? Super wichtig. Also für mich ist es auch das Allerwichtigste und ich glaube, das haben Tina und ich auch gemeinsam tatsächlich, dass wir für unsere Liebsten uns komplett hingeben und alles für diese, unsere lieben Menschen tun. So, und bei Tina, also ist es natürlich auch so, ne, Danny ist ihre einzige Familie, so. Und was man wirklich sagen kann, was so der Kern von der Geschichte ist, glaube ich, zu zeigen, wie wichtig ein Miteinander ist, ein Füreinander-Dasein, Füreinander-Einstehen. Und genau, dass das eigentlich so der Kern davon ist, von dieser Geschichte. Und auch nicht so schnell über Menschen zu urteilen, sondern anfängt, Dinge zu hinterfragen und genau hinzuschauen, weil es ist nicht so, wie es scheint und viele Menschen sehen halt nur das, was sie sehen wollen. So, und das zeigt der Film eigentlich sehr gut. Ja. Gibt es noch so mal nette Anekdoten, so die Geschichten, die man halt eben nicht auf der Leinwand sieht, aber was vielleicht so im Hintergrund irgendwie so an netten Dingen passiert ist, Patzer, Pannen oder Lustiges? Tatsächlich gar nicht so. Also es waren so viele Sachen, die irgendwie da gewesen sind am Set. So, ich glaube, es sind so Situationskomiken. Wenn man sie nacherzählt, dann sind sie gar nicht so lustig. Warum nicht? Nein, zum Beispiel, ich fand, denn war das der allererste Drehtag? Es ist jetzt auch ein bisschen her schon. Ich glaube, das war der erste Drehtag.
Nee, das war der zweite. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was auch eine... Wir haben relativ am Anfang die Szene gedreht, wie Danny Tina in dem Abrisshaus findet, wo sie halt kurz vor ihrem Tod. Und das war schon ein kleiner Struggle, weil Yannick musste mich wirklich sämtliche Male durch die Gegend schleppen. Und ja, das war ziemlich lustig, weil wir waren immer dann ganz froh, wenn der Take vorbei war. Und der hatte, glaube ich, auch ziemliche Muskelkater am nächsten Tag. Ja. Ja, komm, so schwer bist du jetzt auch nicht, also Topfigur. Nee, also. Klar, aber weißt du, wenn man so, ich habe dann immer versucht, meinen Bauch anzuspannen, so dass man es halt nicht sieht, dass es einfacher ist, mich hochzuheben, weil wenn man alle Gliedmaßen wirklich versucht, weißt du, die Anspannung wegzumachen, dann ist man einfach wirklich verdammt schwer, so, ja. Naja, hat er gut hinbekommen. Das ist ja auch so eine Sache, dass man halt eben jetzt beim Film, das wissen die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht, nicht chronologisch dreht. Das ist sozusagen eine Szene, die vielleicht erst so im letzten Drittel kommt, die wird plötzlich am ersten oder zweiten Drehtag gedreht. Ja. Wie ist es auch für dich, dieses Rumspringen, wenn du eben weißt, okay, jetzt muss ich in der Stimmungslage sein, jetzt in der Stimmungslage, gibt es auch so eine Art, wie soll man sagen, so einen Szenencoach, der euch eben nochmal genau sagt, okay, so, oder müsst ihr das alles dann selber herleiten? Klar, man hat ja auch die Regie, mit der man zusammenarbeitet, ne? Aber wenn man, also in der Vorbereitung, man beschäftigt sich so viel und so lange mit dem Buch, mit der Geschichte, dass man ganz genau weiß, was vorher und nachher passiert. Was spannend war jetzt bei diesem Dreh, das hatte ich so auch noch nicht, dass ich meine ersten zwei Drehtage hatte und dann wirklich einen Monat dazwischen Pause hatte, bis ich meine nächsten Drehtage hatte und dazwischen was anderes gedreht habe. Und das war wirklich so ein bisschen so, da kommt man manchmal nicht so hinterher. Also schon, aber das ist eine Herausforderung, dann wieder einzusteigen, nachdem man dann wieder bei einem anderen Projekt war. Aber es hat ganz gut funktioniert. Ja, und man merkt es nicht. Man merkt es beim fertigen Film nicht, dass du dann wahrscheinlich in einem völlig anderen Projekt warst, in einer völlig anderen Rolle. Und krass. Ja. Krass, aber wirklich sehr geile Hintergrundgeschichte wieder. Mhm. Vielleicht noch zum Schluss, gibt es noch irgendwas, was du unglaublich gerne mal spielen würdest? Also so eine Wunschrolle. Du hast jetzt ja eher so ernstere Sachen gemacht. Club der Roten Bänder ist ja auch ein ernsteres Thema. Ja, das aber auch wieder ernst? Ja, das stimmt. Aber ich bin auch so froh, weil ich habe schon so viele verschiedene Sachen spielen dürfen. Zum Beispiel mit Der Lack ist ab, das ist komplett Comedy-Jahr. Oder als ich 2 Jahre am Friedrichstadtpalast auf der Bühne stehen durfte, das war auch geil. Da habe ich ganz verschiedene Rollen gespielt, zum Beispiel einen rosa singenden Plüschhasen oder einen Weißkrebs, der mit so einem riesigen, wirklich so wie so einem Mondanzug, so richtig schweren, aus Pappmaché gebastelten Scheren, da so stand ich da auf der Bühne, habe gesungen und gedanced. Das war auch eine Herausforderung, was sehr komödiantisch war auch. Und ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so diese eine Traumrolle. Also für mich ist es immer schön, wenn ich Rollenspiele, die sehr unterschiedlich voneinander sind. Und ich, worauf ich Bock habe, ich habe eigentlich so auf ganz viele Sachen Lust. aber was richtig Historisches hätte ich mal Lust, das habe ich noch nicht gemacht. Oder ich hätte auch Bock mal auf was. Fantasy habe ich zwar auch schon gemacht, aber so nicht in so einer Richtung. Also so, das finde ich auch nochmal spannend. Ich glaube, das ist auch eine interessante Arbeit. Wir sind aus der Zeit. Es ist auch eine interessante Arbeit, weil wahrscheinlich auch ganz viel mit Greenscreen gearbeitet wird und so. Das stelle ich mir eigenartig vor auch, aber da hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf. Ja. Danke dir. Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde gerne mal ganz kurz das Bild machen und das würden. Ja, gerne.